Robert Francis jodelt uns ein um 15 Minuten nach 11 mit Junebug auf Antenne Koblenz 98.0. Kennen Sie Ringtennis? Nee, ich bislang eigentlich auch nicht, aber Sie sollten es auf jeden Fall kennenlernen, denn ab dem 31.07. findet die große Ringtennis-WM hier bei uns in der Sporthalle Oberwerth statt. Wie es geht, das weiß Cheforganisator Axel Runkel. Also Ringtennis ist ein Spiel, das bei den Turnspielen im Deutschen Turnerbund beheimatet ist. Man spielt es mit einem Moosgummiring, daher der Name Ringtennis. Es wurde entwickelt von Matrosen auf Schiffen. Es wurde also früher auf den Überseestampfern anstatt Tennis gespielt, da die Tennisbälle immer über die Reling gerollt sind, haben die Matrosen irgendwann Tau geflochten zu Ringen und dadurch ist Ringtennis entstanden. Heute leben wir in Gesamtdeutschland mit ca. 3000 Leuten, die Ringtennis spielen. Gespielt werden kann sowohl draußen als auch in der Halle. Bei der Weltmeisterschaft in Koblenz will man jedoch in der Halle spielen, na klar, um jedem Spieler die gleichen Witterungsverhältnisse zu bieten. Das Ringtennisfeld ist ähnlich wie das Badmintonfeld. Es wird über ein 1,55 Meter hohes Netz gespielt. Der Ring muss gefangen werden und mit der Hand, womit man fängt, muss er auch wieder geworfen werden. Es darf nicht von oben geworfen werden, also keine Schmetterbälle, wie man jetzt beim Volleyball sagen würde, sondern der Ring muss immer eine steigende Flugbahn haben. Es gibt gewisse Regeln, wie lange er gehalten werden darf und wie schnell ein Spieler folgen muss. Und man glaubt es kaum, Ringtennis hat sogar tiefe Wurzeln hier bei uns in der Region. Koblenz ist deswegen gewählt worden, da im Mittelrhein momentan die stärk frequentierte Region ist, was Ringtennis-Spieler und Spielerinnen betrifft. Alleine für die Nationalmannschaft kommen 3 Spielerinnen und Spieler hier aus der Region. Wir haben eine Spielerin aus Koblenz, eine Spielerin aus Neuwied und einen Spieler aus Webach. Bei der Ringtennis-Weltmeisterschaft vom 31.07. bis zum 6.08. gibt es natürlich auch ein tolles Rahmenprogramm. Schauen Sie doch mal vorbei und lassen Sie sich von dieser nicht alltäglichen Sportart begeistern. Der Eintritt, der ist frei.